Was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Der Prozess von dem US-Rapper Diddy schockiert jeden. 25 Minderjährige waren auf den Partys. Das jüngste Opfer gerade einmal 9 Jahre alt. Doch das ist nicht alles. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Zum ersten Mal spricht Diddy und alle hören ganz genau hin. Hat er all das getan oder doch nicht? Laut seiner Aussage ist er unschuldig und will sogar beweisen, dass er nichts damit zu tun hat. Er und sein Anwalt freuen sich bereits darauf, all das widerlegen zu können. Doch die Vorwürfe sind knallhart. Insgesamt waren im Laufe der Jahre bis zu 25 Minderjährige auf den Partys, die später Schreckliches erlebt haben. Eine von ihnen soll sogar 9 Jahre alt sein. Doch bei einem Fall wird es ganz konkret, denn eine 15-Jährige wurde damals nach New York eingeflogen, um dabei zu sein. In der Villa angekommen, wurde ihr eine Substanz verabreicht und musste dann aufs Zimmer zu dem US-Rapper Diddy. Was dann passiert ist, werden wir bald vor Gericht erfahren. Angeblich geht der Prozess schon in wenigen Tagen los, sollte nichts dazwischen kommen. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Glaubt ihr, dass Diddy wirklich seine Unschuld beweisen kann? Oder werden die Zeugen eine ganz andere Geschichte uns erzählen können? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.